Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebflöhe-Schreiber. Humusaufbau ist uns etwas ganz, ganz Wichtiges und dazu gehören ganz einfach Begrünungen. Und Begrünungen, die gibt es nicht ohne Saattechnik. Und deswegen habe ich heute Besuch vom Franz Krötschl, der uns eine Maschine mitgebracht hat, die Busa. Und was die Busa ist, wie das Busern funktioniert, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Wie ihr aus anderen Videos von uns wisst, betreiben wir vor der Aussaat Flächenrotte und haben dafür eine Fräse verwendet, mit der wir ganz flach abgeschält haben, den Boden umgebrochen haben. Die Busa, die funktioniert etwas anders, weil die hat diese Rotoren. Franz, erklärst du uns einmal kurz, genau, um was es sich hier handelt. Dieser Rotor, das ist quasi ein Federstall, der schräg angestellt ist und quasi da ist ein tieferer Punkt und dadurch kriegt er einen Bodenantrieb und durch diese gewölbte Form wird der quasi wie mit einem Sichelschnitt abgeschert. Man kann hier die Neigung des Rotors verstellen, wie aggressiv der Rotor laufen soll oder wie flach als er scheren soll. Das heißt, wenn man mehr Boden möchte, geht man eher aggressiver. Und dann ist auch die Rotordrehzahl schneller, weil er ja quasi die Spitze, der größere Durchmesser, schneller antreibt. Je flacher das ist, je mehr wird er quasi in sich gebremst und schert quasi dann schonend und gleichmäßig seicht halt ab. Und hier tut man einfach mit diesen Bolzen, kann man die Aggressivität des Rotors einstellen. Hat man ein bisschen mehr Organik, geht man quasi ein bisschen aggressiver. Und wenn man wirklich nur flach schälen, dann geht man auf Seichteinstellung. Das heißt, man hat jetzt viele Möglichkeiten. Man kann jetzt Bodenbearbeitung machen, wenn man es möchte. Oder man kann auch nur ganz seicht und flach schälen. Und ja, vieles ist möglich. Wir haben also unterschiedliche Rotorgrößen. Der Unterschied jetzt bei der Fräse und zu dem Gerät hier ist erst einmal, die Fräse wird ja mal angetrieben, der treibt sie selber an. Genau. Du hast mir vorher gesagt, das macht sie ja schnell beim Treibstoff bemerkbar, genau, den man beim richtig, Traktor ja braucht. Und bei dem Gerät kann ich jetzt entscheiden, ob ich ganz abschneiden möchte, richtig, oder ob ich zum Beispiel nur einen Teil von meinem, genau, Bestand, von meinem Bewuchs. Also wenn man jetzt alles abscheren will, dann muss man den Rotor eher flach stellen, damit er breiter aufliegt und dadurch schert er besser. Und wenn man ähnlich wie vertikutieren möchte oder quasi tiefeinigen will, dann stellt man aggressiver. Man kann dann aber auch tragend und aggressiv laufen lassen und dann reißt er nur so einzelne Soden raus und dann kann ich auch ähnlich wie vertikutieren mit diesem Rotor. Es gibt unterschiedliche Rotoren, das ist jetzt der 52er Rotor, der etwas kleinere Rotor, Standard auf der Hacke bzw. auf diese Obstanlagen oder Weinbau-Plantagengeräte. Und am Feld ist eher der große Rotor mit 62 cm Rotordurchmesser gebräuchlich. Also da am Heck haben wir jetzt den großen Rotor. Der hat im Gegensatz zu dem vorderen Rotor 62 cm Durchmesser. Der vordere hat 52. Kann man bestücken, wie man mag, beziehungsweise am Feld ist meistens der große Rotor üblich. Aber das gleiche ist wie am vorderen auch hier die Verstellmöglichkeiten der Aggressivität. Steiler oder je nachdem wie viel Boden oder wie aggressiv was man das Material oder den Boden bearbeiten möchte. Wenn wir eine neue Begrünung einsehen, haben wir seit Jahren eine Schälfräse im Einsatz. Die Schälfräse hat Messer, die beinahe rechtwinkelig sind und diese ermöglichen uns eine ganz flache Bearbeitung des Bodens. Wir sprechen hier von einer Bearbeitungstiefe von ca. 2 bis 4 cm. Ziel beim Einsatz der Fräse ist es, den Boden ganz flächig und ganz flach zu schälen, umzubrechen, anschließend Flächenrotte zu betreiben und nach der Flächenrotte eine neue Begrünung einzusehen. Im Vergleich zur Schälfräse arbeitet die Busa nicht mit Messer, sondern mit Rotoren, die wir sehr individuell anpassen können an die Gegebenheiten.
Der Vorteil der Buser gegenüber der Fräse ist der, dass wir nicht die ganze Fläche umbrechen müssen, sondern wir die Rotoren separat einstellen können und beispielsweise auch nur ein Drittel oder die Hälfte der Fläche umbrechen können. Die Fahrgeschwindigkeit, die ist bei beiden Geräten in etwa dieselbe. Wir arbeiten bei der Schälfräse mit ca. 6 bis 8 km pro Stunde. In etwa die gleiche Geschwindigkeit haben wir auch bei diesem Testeinsatz der Buser gewählt. Insgesamt waren die Arbeiten einer Schälfräse mit der Buser vergleichbar. Die Buser hat auf jeden Fall das Prädikat ultra flache Bearbeitung verdient. Wir konnten mit ihr den Boden auch nur auf 1-2 cm Tiefe bearbeiten. Dann haben wir aber nicht die gesamte Begrünung umgebrochen, sondern nur einen Teil. Das kann durchaus ein gewünschter Effekt sein, dass man die Begrünung nur stört und nicht umbricht, denn dadurch kann man die Wasserkonkurrenz in Trockenphasen zu seinen Kulturpflanzen reduzieren, weil man die Begrünung stört und das aus dem Boden herausgebrochene Material, die organische Masse, wie ein Mulchmaterial oben aufliegt und dadurch die Verdunstung minimiert und unproduktive Wasserverluste minimiert werden. Ein Vorteil der Buser ist, wenn man ein teleskopierbares Gerät hat, dass man das Gerät an verschiedene Reihenbreiten anpassen kann. Hier haben wir im Front mit einem teleskopierbaren, breitenverstellbaren Gerät gearbeitet. Im Heck hatten wir eine starre Variante. Im Front waren die kleineren Rotoren, im Heck die etwas größeren Rotoren angebracht und vor allem die großen Rotoren haben eine wirklich sehr schöne Arbeit gemacht. Die Maschine arbeitet grob und zerkleinert das organische Material nicht stark. Das ist ein Effekt, den wir uns genauso bei der Arbeit wünschen, denn je feiner man arbeitet, desto höher ist nach diesen Bearbeitungsschritten auch die Erosionsgefahr. Wenn man sehr grob arbeitet und nicht tief, sondern ganz flach, dann ist die Erosionsgefahr selbst in Hanglagen nur gering. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat an der Buser war, dass auch größere Holzreste, die vom Baumschnitt noch in den Anlagen verblieben sind, überhaupt kein Problem dargestellt haben. Diese wurden einfach alle durch die Rotoren durchgedreht, mit der anderen organischen Masse etwas abgemischt und wieder hinter der Maschine am Boden abgelegt. Franz hat auch zu mir gesagt, dass steinige Böden für dieses Gerät kein Problem darstellen, weil sich auch hier nichts verstopft, sondern alles durch die Rotoren wieder nach außen gedreht wird. Das glaube ich ihm auf jeden Fall. Hier hat die Buser eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Was die Buser definitiv nicht ist, das ist ein Mulcherersatz. Große Holzreste werden nicht zerkleinert, sondern maximal ab und zu gebrochen. Der überwiegende Teil wird genauso, wie er von der Maschine aufgenommen wird, auch nach der Maschine wieder abgelegt. Ein weiteres schönes Element an der Buser, das ist die Aufhängung, die gefedert ist und diese macht das Gerät sehr anpassungsfähig an Unebenheiten. Unser Fazit zu diesem Testeinsatz war, dass wir mit der Arbeitsweise der Buser sehr zufrieden waren. Es braucht etwas Gefühl des Traktorfahrers, um die Rotoren richtig einzustellen und um die richtige Fahrgeschwindigkeit zu wählen. Wenn das aber gemacht ist, dann bietet uns die Buser wirklich sehr flexible Einsatzmöglichkeiten. Ich finde, es ist eine äußerst interessante Alternative zu Fräsen oder anderen Bodenbearbeitungsgeräten, die eine flache Bodenbearbeitung ermöglichen. In diesem Test hatten wir auch die Kombination aus Front- und Heckgerät. Das haben wir deshalb so gewählt, weil wir unbedingt auch eine teleskopierbare, breitenverstellbare Variante mit ausprobieren wollten. Wenn ich für unseren Betrieb eine Buser anschaffe, dann würde ich aber nur auf entweder ein Frontgerät oder ein Heckgerät setzen, weil die Gesamtlänge des Fahrzeugs in eingezäunten Anlagen schon grenzwertig war und man teilweise mehrmals reversieren musste, um in die Reihen hineinzukommen und den Zaun nicht zu beschädigen. Ein Pluspunkt der Buser ist auch, dass diese nicht Zapfwellen angetrieben ist, dadurch die Anforderungen an den Traktor sehr gering sind und auch der Spritverbrauch geringer als bei vergleichbaren Geräten. Sehr oft werde ich gefragt, welche Begrünungsmischungen wir anbauen. Dieses Jahr ist das erste Mal die Fructomax
Und die Fructomax, das ist eine ganz spezielle Mischung, denn sie wurde ganz nach unseren Wünschen kreiert. Der Christoph Gutscher von Farm to Farm, der hat mich mal angesprochen, wie eine perfekte Begrünungsmischung für Dauerkulturen, für den Obst- und Weinbau in meinen Augen aussieht und hat diese dann genauso umgesetzt. Und deswegen bin ich froh, dass wir erstmals heuer die Fructomax selbst anbauen können in unseren Dauerkulturen. Wer Interesse daran hat, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung noch weitere Informationen.